okay, this could be the first video directly for China. The Chinese news propaganda websites that are made in German, so there might be some Chinese newsmen that speak German, and that's why I can now continue in German. Okay, also das könnte vielleicht wirklich, das sollte eigentlich, ich muss endlich mal mit meinem Friedensplan nach China, ja, weil wie gesagt, die postkolonial faschistoide Diktatur der Dekadenz, also nichts Demokratie, das ist hoffnungslos, ja, also. Und es gibt halt irgendwie so chinesische Webseiten irgendwie, also Nachrichtenseiten, die ich auch irgendwie, eigentlich wollte ich über den Vergleich zwischen Afrika und Tibet machen. Ja, also die Lebenserwartung Afrika, Deutschland, Tibet und dann habe ich auch noch Kuba dazu genommen. Ja, weil es ist wirklich bei Afrika so, okay, technischer Fortschritt geht schon aufwärts, ja, aber bei Tibet und China sieht man halt wirklich, puff. Also da sieht man, was eine Gesellschaft irgendwie erreichen kann, wenn sie wirklich zum Wohle der Bevölkerung. Und in Kuba ist es ähnlich, da ging es auch hoch, aber dann ist der Fidel Castro gestorben und dann kam dein Bruder und der hat dann irgendwie ein bisschen Öffnung gemacht, so mit Tourismus und dann irgendwie ging es schon wieder ein bisschen flacher irgendwie. Das steht irgendwie auch bei Wikipedia, dass dann viele Errungenschaften irgendwie wieder irgendwie weniger geworden sind. Aber jetzt mit Israel und jetzt diese Wagenknecht, also diese Mussolini. Und deswegen, ich sitze hier, es ist jetzt Ende Oktober. Ich wollte eigentlich da oben bei den Windrädern, weißt du, den Windrädern, da könnte ich auch schon wieder rummotzen. Also die Idee ist wirklich mit diesen chinesischen Nachrichtenseiten, dass diese über mich als Physiker, also Aussteiger in Deutschland, so eine Videoserie macht, wie pervers dekadent das hier ist. Ja, auch mit meinem Friedensplan, was das irgendwie bedeutet. Und ich dann hier rumlaufe und zeige irgendwie, wie pervers das hier ist. Ja, also dieser dekadente Luxus. Ja, und jetzt hier Bayern, Windräder oder so. Ich meine, ist doch hübsch oder so. Ist keine Sonne, Wind, Sturm, aber kann ich gar nicht. Also. Ne, in China, da wird halt irgendwie das dann irgendwie von oben irgendwie gesagt, wir brauchen Windräder, werden halt Windräder gebaut. Und hier irgendwie hat es halt irgendwie, der Kapitalismus soll es richten und im Prinzip der 50% der Profit von diesen Windrädern geht in die Taschen der Oberen, der Reichen, die irgendwie die Kredite aufnehmen und die Dinger bauen. Ja, wir könnten doppelt so viele haben. Doppelt so viel Solar, doppelt so viel Windkraft, wenn praktisch einfach die Gemeinden den Gesetz per Gesetz verpflichtet worden wären, irgendwie Windräder und Solar. Na, egal. Die Demokratie ist eine Lüge. Ich hänge mal hier diese Kamera auf. Das wollte ich eigentlich machen. Irgendwie nur so zum Rumzeigen. Es tröpfelt jetzt so ein bisschen. Aber das sollte irgendwie noch klappen. Die Demokratie ist eine Lüge. Und ich wollte damit eigentlich anfangen, dass ich hier wirklich irgendwie so einen Preis ausschreibe. Irgendwie sage ich jetzt irgendwie 50-Euro-Schein, ja. Ich lasse auch die Kommentare unten offen, wenn mir irgendjemand eine Gesellschaft sagen kann, die dank der Demokratie es zu Wohlstand gebracht hat. Ja? Der erste 50 Euro, aber irgendwie, wenn dort die ersten drei Hasskommentare, dann wird die Kommentarfunktion abgeschaltet und dann ist nicht mehr. Ja? Das ist diese Lüge, dass Demokratie irgendwie was Gutes ist. Ja? Und wenn man dann zurückgeht, könnte irgendwie die erste Demokratie, da laufen jetzt zwei Leute vorbei. Die erste Demokratie war in Athen, die attische Demokratie. Ja? Könnt ihr bei Wikipedia schauen. Ne? Pustekuchen. Zuvor gab es irgendwie Kolonialismus, haben sie irgendwie so Kolonien irgendwie, war alles ein bisschen kleiner da. Kam Athen zu Wohlstand und dann sind die Bauern auf dem Land irgendwie, die haben angefangen zu rebellieren, weil sie von dem Wohlstand nichts abbekommen haben. Und dann haben sie dieses große Experiment gemacht mit dieser, ne, Integration heißt das Zauberwort, ist so ein wichtiger Spruch von mir. Kommt auch bei meiner Robo for Future, ist das ja so eine Serie. Ja, also die Integration, Demokratie, irgendwie sind sie praktisch an diesem Wohlstand, irgendwie sind sie integriert worden und dann war alles irgendwie gut. Aber als dann später die Kolonien irgendwie langsam wieder hops gegangen sind, hat es mit der Demokratie auch nicht mehr lange gehalten.
das Römische Reich, war ja auch Demokratie am Anfang, aber ist auch irgendwie, da gab es ja ganz am Anfang so ein Königreich, das ist so ein bisschen im Dunkel, ja. Und da gab es etwas nördlich von Rom, gab es schon irgendwie so ein anderes Königreich, das haben die dann geschluckt. Also das war auch nicht die Demokratie. Ja? Und dann jetzt hier Europa, ich meine alles dann, was nach dem Mittelalter, das waren alles Königreiche, die halt irgendwie dann eben auch mit Christentum und Welt irgendwie nach Südamerika, Kolonialismus irgendwie zu Wohlstand gekommen, da kam auch danach erst die Demokratie. Die USA könnte man so ein bisschen irgendwie, ob da vielleicht, ja, aber im Prinzip waren die eigentlich auch schon, hatten auch schon ihre Kolonien, ne, die Indianer irgendwie, denen das Land weggenommen haben. Ja, und dann irgendwie, so weiß ich, Taiwan irgendwie, es war ja die ersten 30 Jahre auch Diktatur und als dann Wohlstand, ne, dann wurde es dann demokratisch. Ja, Israel ist irgendwie ganz gut, ja, weil es auch so eine Staatsgründung war, von vornherein irgendwie demokratisch. Aber ich würde auch sagen, das ist egal. Das war als so ein geeintes Volk, das hätte auch eine Diktatur sein können. Ja, irgendwie so wie Iran irgendwie, die hätten auch irgendwie den Wohlstand erreicht, ja. Und deswegen, ganz Afrika, Demokratien gehen ja alle, ja, und Südamerika, da die ganzen Putsche irgendwie auch, also dass Demokratie irgendwie die Basis für Wohlstand ist, ja, das ist eine Lüge. Es ist halt genau umgekehrt. Das ist diese Dimitrov-These, die Linken, die Kommunisten irgendwie da schon zwischen den beiden Weltkriegen irgendwie hatten, dass Faschismus und Demokratie eigentlich dasselbe ist und sich immer abwechselt. Ja, also wenn es Wohlstand hast, dann ist halt Demokratie. Aber sobald der Wohlstand in Gefahr ist, ja, dann irgendwie kommt halt irgendwie das Volk und wählt halt irgendeinen Führer und macht alles platt. Ja, und deswegen, diese Idee mit China finde ich halt wirklich, das könnte eine Lösung sein, ja. Also dass diese Zweiteilung, so sehe ich das halt. Und ich würde halt wirklich eben gerne das irgendwie mit China dann ins Gespräch, weil irgendwie da eine Menge irgendwie schief laufen kann, ja. Und zum Beispiel jetzt irgendwie gerade jetzt hier Deutscher, dass China hat eigentlich dieselbe Situation wie damals irgendwie das Kaiserreich vom Ersten Weltkrieg. Ja, das war eben auch zu spät gekommen beim Kolonial irgendwie Wettrennen, ja, wurde dann aber auch Weltmacht. Und ich denke mal, man kann schon so ein bisschen sagen, dass das die England und Frankreich, die wollten Deutschland wieder so ein bisschen irgendwie platt machen, ja. Das heißt, der Erste Weltkrieg ging schon böses Deutschland aus, ja, mit ihrer wir toll oder sowas, aber dass praktisch irgendwie kein Platz in der Kolonialwelt irgendwie für Deutschland war. Ja, und dann sind sie irgendwie platt gemacht worden, Versailler Vertrag, irgendwie so geknebelt, ja. Und das hat dann halt zu diesem Nationalen irgendwie, den Nationalsozialismus geführt. Dieses Ausbrechen von wegen, ja, dann machen wir halt, was wir wollen oder so, ja. Und danach irgendwie kann man im Prinzip von Glück sagen, dass der Kommunismus da in der Sowjetunion war, weil dann irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg der Westen im Prinzip Deutschland als Verbündeten gebraucht hat und dann wirklich eben als partnerschaftlich, also eben nicht dieses Runterdrücken, sondern und deswegen hat sich dann so eine stabile Demokratie irgendwie etabliert. Und das ist jetzt in China, ja, irgendwie, die streben auch Weltmacht irgendwie, ja, und die USA irgendwie machen eine Sanktion nach der anderen, um die Platz zu machen, um sie niedrig zu halten, ja, und deswegen, das tut große Angst, dass da eben der irgendwie muss halt irgendwie, der Führer irgendwie muss halt seinem Volk irgendwie dann irgendwas bieten und dann kommt dieser Nationalstolz. Ja, dass die Chinesen dann eben sagen, die chinesische Rasse ist irgendwie überlegen oder sowas, ja. Das kann in den nächsten oder ist, wenn ich so ein bisschen Kontakte habe, spüre ich das schon immer so ein bisschen, wie stolz die jungen Chinesen auf ihr Land sind, ja. Und deswegen, dieser scheiß postkoloniale westliche Diktatur-Dekadenz, denen immer nur einfällt, irgendwie die anderen irgendwie niedrig zu halten, zu unterdrücken, ja. Und das führt irgendwie, das kann eben dazu führen, dass China irgendwie dann eben wirklich zu so einem Nationalsozialismus wieder irgendwie wird. Und ich hatte eben jetzt angefangen, weil eben diese Zweiteilung, diese Idee, die ich da habe, das weiß ich so meine, man könnte das so deuten, ja. Und ich finde halt wirklich, dass was China fehlt, ist einfach nur die Rechtsstaatlichkeit.
Ja, und das ist ja in meinem Friedensplan ein großer Punkt, irgendwie was eben so Russland und China irgendwie beitragen müssen, dass es halt wirklich irgendwie in diese Willkür aufhört. Ja. Aber diese Zweiteilung zum 100. Mal, dass die, die ihr egoistisch individuelles Glück wollen, die können ihr kapitalistisches Ding machen, haben aber in der Gesellschaft da nicht mitzugehen. Und die, die sich für das Wohl aller irgendwie ihr Leben widmen wollen, die werden halt Mitglied von der kommunistischen Partei und können dann langsam mahlende Mühlen von irgendwie unten oben so langsame Veränderungen bewirken. Weswegen der chinesische Sozialismus irgendwie auch viel stabiler ist, ja, als diese Diktatur der Dekadenz hier, wo irgendwie sofort Populismus dann kommt. Ja. Aber dieses Modell geht leider hier für Deutschland nicht, weil in unserer Verfassung, da gibt es halt so zwei Artikel, die dürfen nicht geändert werden. Und in diesem einen, der halt irgendwie unumstößlich ist, steht halt drin, dass es irgendwie das vom Volk durch Wahlen irgendwie bestimmt wird. Es muss hier Wahlen geben. Ja, und deswegen diese Partei irgendwie und nur 5% aller Menschen sind in der Mitglied der Partei, das geht hier nicht. Ja. Aber es gibt praktisch irgendwie einen Ausweg. Und das war jetzt irgendwie, dass Demokratie ist eine Lüge. Ja? Und der zweite Zusatz, irgendwie Lügen muss halt strafbar werden. Das beziehe ich aber jetzt nur auf die Politiker. Denn es ist hier für diese freie Entfaltung wichtig, dass der Mensch, Privatmensch lügen darf. Ist auch so, wenn jetzt da Polizei kommt und wir stehen bleiben, dann darf ich wegrennen. Ja? Also selbst wenn sie mich dann, die dürfen mich dann fassen, Handschellen in einstecken, aber ich kann danach nicht verklagt werden, dass ich irgendwie nicht stehen geblieben bin, weil die das gerufen haben. Ja, ich habe immer als Individuum das Recht, Panik zu haben, wegzulaufen, irgendwie Aussage verweigern und zur Not lügen oder sowas. Das ist wichtig für eben diese... und natürlich irgendwie finde ich das schön hier, dass man irgendwie, dass ich das alles erzählen darf, ja. In China könnte ich solche Videos gar nicht machen, ja. Würde ich, wenn das dann irgendwie was Kritisches wäre, und ich kritisiere ja auch durchaus das, was da irgendwie in China passiert. Ja. Aber Politiker, ja, die werden bezahlt, die kriegen fette Gehälter, die kriegen Sekretärin irgendwie, die haben wirklich irgendwie, können Gutachten erstellen lassen, ja. Sie sagen dann was und aufgrund dessen entscheiden die Wähler. Das heißt, es ist für das eben, damit diese Demokratie halt keine Lüge ist, ist es wichtig, dass die Wähler nicht belogen werden. Ja, und deswegen ist es eigentlich absolut, es ist vielleicht sogar jetzt schon im Rechtsrahmen drin, ja, dass es eben verfassungsfeindlich oder sowas ist, wenn ein Politiker irgendwie Lügen erzählt. Und das würde dann eben so weit gehen, dass die Wahlprogramme von der Wahl, die wären verpflichtend. Also das ist wirklich von, macht halt AfD irgendwie Wahlprogramm von wegen, ja, Klimawandel gibt's nicht oder so. Und dann gibt's so ein wissenschaftliches, das ist so eine neue Gewaltenteilung, ja, also nicht nur die Judikative, Exekutive und Legislative, ja, und auch nicht nur die Presse, sondern es gibt im Prinzip auch noch die Wissenschaft, irgendwie, die halt auch dann so auf einer öffentlichen, ne, rechtsstaatlichen Basis diese Wahlprogramme beurteilt, ob das überhaupt richtig ist, ja, und dann Klimawandel, dann wird die AfD einfach nicht zugelassen. Und das wollte ich jetzt schon seit Monaten den Linken praktisch eine E-Mail schreiben. Ich habe auch extra so, weil ich ja programmiere, habe so ein Rundmail-Programm geschrieben. Ja, anstatt irgendwie 90 einzelne E-Mails zu verschicken, ja, es wäre schneller gegangen, aber ich bin halt lieber jemand, der dann so ein System programmiert. Und ich ringe jetzt irgendwie schon seit Monaten die Linken irgendwie, weil das sind eben auch alles verlogene Heuchler, ja. Die sagen ja eigentlich irgendwie Wohlstand irgendwie auf der ganzen Welt, gleichmäßiger Wohlstand ist so ein essentieller Punkt. Und auch in meinem Friedensplan ist das der wichtigste Punkt. Deswegen, die Linken, irgendwie wenigstens denen sollte ich ja von meinem Friedensplan erzählen. Aber wenn man dann ihren Parteiprogramm schaut, irgendwie, dann, ja, irgendwie Wohlstand irgendwie gleichmäßig für alle. Aber wenn dann die einzelnen Punkte, dann kommen da so spezielle Dinge irgendwie, die klar machen, ja, es geht hier um Deutsche. Ja, die deutschen Arbeiter, und die sollen den Wohlstand, ja, dass die in Afrika irgendwie weiter verhungern, damit wir hier unseren Wohlstand haben. Das interessiert die auch nicht. Weil sie das nicht sagen können, ja, weil sie sonst nicht gewählt werden, ja. Und deswegen, man muss lügen, ja, in dieser Demokratie, um gewählt zu werden. Weil die Leute halt ihren postkolonial dekadenten Wohlstand haben wollen, ja. Und deswegen geht das nicht. Und da war dieser Ansatz von wegen, ja,
die AfD muss eh irgendwann, also die CDU, SPD, die sind eh alle, werden sich nicht ändern und irgendwann müssen sie die AfD einfach verbieten, ja. Und das, sag ich mal, ist ein bisschen kritisch, ja, wenn man dann so einfach so 30% der Bevölkerung irgendwie einfach ausblendet. Ja, aber wenn man dann wirklich so einen rechtsstaatlichen Mechanismus hat, dass halt die AfD einfach mit ihrem Wahlprogramm irgendwie nicht zugelassen wird, ja, dann aus. Und die FDP genauso, wird raus, wird einfach zur Wahl nicht zugelassen, weil sie halt irgendwie kein Tempo 100 irgendwie zulässt oder keinen richtigen Plan vorlegt, ja, wie man hier eine Verkehrswende macht, ja. Und im Prinzip, das Ganze geht dann für CDU, CSU, die Linken werden dann am Ende, die Partei, die sich traut, die Wahrheit zu sagen, wäre dann die einzige Partei, die überhaupt noch zur Wahl steht. Da sind wir fast wie bei China. Ich sag ja, das chinesische System mit dieser Zweiteilung ist im Prinzip die Lösung. Ja? Man darf irgendwie seinen Kapitalismus machen, ja, aber dann geht halt nicht mit Gesellschaft, ja. Und das kann man hier im Prinzip auch so einbauen und könnte trotzdem dann diese Meinungsfreiheit hier bewahren, ja, indem man praktisch diese Wahlprogramme als wirklich verpflichtend macht, die werden geprüft und zugelassen und auch wirklich Politiker dürfen nicht lügen, ja. Kommt ja auch in meinem Prinzip, auch in meinem Friedensplan vor, dass ich da so ein Politikergefängnis einführe, ja, also ein extra Gefängnis für Politiker. So, und dann kann ich jetzt eben, weil es jetzt sehr passend mit dieser Wagenknecht-Partei, die da macht, ja. Ich wusste nie so genau, was das wird. Und dann sag ich mal, warte mal, ist immer noch nicht so richtig klar, aber so langsam. Und dann ist mir, das ist Nationalsozialismus, was die da macht. Also man könnte Mussolini, ja, wenn ihr einfach mal Mussolini und Wagenknecht googelt, dann gibt's das, bin ich der Erste, ja. Aber dann kommt eher so, wow, so schönes Zeug von wegen, wie was, Sozialbolschewismus. Oder sowas, aber und nicht in Hitler, weil Hitler war ja ein Rassist, aber das stimmt alles auch nicht. Ja, im Prinzip Nationalsozialismus ist das ist auch wieder so wie Putin irgendwie alle Ukraine sind alles Nazis und hier auch Nazis sind alles böse, anstatt sich mal Nationalsozialist, was bedeutet das eigentlich? Ja. Das ist nämlich eigentlich irgendwie, es gab den Kapitalismus irgendwie 20er Jahre, dann gab es den Kommunismus, aber der international, ne, Arbeiter aller Welt, vereinigt euch. Und deswegen der Nationalsozialismus war im Prinzip sozialistische Ideen, aber halt irgendwie nicht global, sondern national. Ja, das hatte im Prinzip schon so eine Art Berechtigung. Ja, und deswegen am Anfang war Hitler irgendwie schon so eigentlich so ein Sozialist, ja. Aber als es dann halt irgendwie mit Krieg und so losging, brauchte halt die Kapitalisten und die mit Stahlwerke und dann war es halt vorbei. So, und jetzt diese Wagenknecht, das ist eine eiskalte Lügnerin. Ja? Und deswegen, da könnte sich jetzt wirklich die Linke eben mal wirklich, die muss sich ja jetzt irgendwie absetzen und dass die Wagenknecht wirklich eine Lügnerin ist. Also das ist so offensichtlich, so 1+1=2, ja. Die sagt von wegen, ja, mehr Bildung und um das besser, woher das Geld kommen will, sagt sie nicht, aber braucht man halt mehr Lehrer und mehr Professoren und alles, ja. Und gleichzeitig, ja, aber Globalismus irgendwie, sondern Nationalsozialismus, ja. Also nicht dieses Postkoloniale, was ich ja auch nicht will, ja. Aber dazu gehört eben auch, dass man sagt, okay, dann wieder DDR, also Wohlstand wie vor 20 Jahren. Wäre für die Linke wirklich ein Wahlspruch. Ja? Wohlstand wie vor 20 Jahren, aber Frieden auf der ganzen Welt. Das ist so mein Friedensplan. Ja? Und das sagt die Wagenknecht aber nicht. Die sagt von denen, nee, irgendwie, wir brauchen irgendwie die Kolonien nicht. Ja? Keine Ausbeutung mehr, machen wir alles selber. Ja, aber wenn wir halt irgendwie selber unsere Handys bauen müssen und selber irgendwie die Solarmodule selber bauen, ja, dann kostet halt das Modul nicht mehr 15 Cent aus China, sondern kostet wieder 1 Euro. Ja? Und installieren können wir sie eh nicht mehr, weil die Handwerker fehlen, weil die irgendwie alles, die ganzen Autozuliefer alles selber bauen müssen. Und wo dann irgendwie noch die Arbeitskräfte für mehr Lehrer oder mehr Wohlstand oder das herkommen soll, das ist offensichtliche Lüge. Dieser Wohlstand hier geht nur mit postkolonial-faschister-Ido-Diktatur. Ja, und wenn die Wagen nicht sagt, nee, wir wollen jetzt keine Globalisierung mehr, ja, und irgendwie keine Ausbeutung von der dritten Welt, ja, dann bedeutet das, ja, wie, und das Tolle ist, ja, die ganzen Rentner, das ist eine riesige Zielgruppe. Ich glaube, irgendwie ein Drittel der Wähler irgendwie werden bald irgendwie Rentner sein, ja.
Und deswegen, das sind 33%. Und dazu dann noch irgendwie, sag ich mal, 10% junge Wähler, die noch Idealismus haben, die sagen, ich brauche diese kein Haiti-Flüge, keine Flüge in der Welt und keine neuen Handys, ja, sondern irgendwie wie vor 20 Jahren. Also wirklich so denken, wir gehen zum Lebensstandard wie irgendwie in den Anfang der 2000er Jahre, ja, nur so ein dickes Handy. Die Handy werden dann halt einen halben Zentimeter dicker, aber dafür keine Ausbeutung, ja, keine Postkolonial. Kupfer wird dann halt auch wieder 10-mal so teuer. Das war irgendwie in meinem Video irgendwie, die DDR war gar nicht so schlimm, ja. Das kann man halt, das wäre wirklich ein Parteiprogramm und da hat man, die Rentner irgendwie, die wollen eh den neuen Schnickschnack nicht und irgendwie in der ganzen Welt rumfliegen auch nicht, haben auch nicht diesen Wohlstands-, diesen Luxusanspruch, weil sie eh in ihrem eigenen Heim schon leben. Die haben im Prinzip schon alles, was sie brauchen, ja. Irgendwie da wäre, sag ich mal, wirklich irgendwie 10-20% irgendwie, was die Linke irgendwie als Zielgruppe, wirklich Wähler irgendwie erreichen kann. Da komme ich auch drauf, weil mein Onkel, war ich ja ziemlich irgendwie traurig, den habe ich ja nochmal besucht, war an die 90. Ja, und Bruder von meinem Papa, der seit seines Lebens FDP und Demokratie und immer aktiv in der Lokalpolitik und der geht noch nicht mal wählen. Ja, und wenn er wählen gehen würde, ja, dann würde er die Linken wählen. Stuttgart, ne, Mercedes irgendwie, ein Beamter irgendwie, ja, der will dann die Linken wählen. Ja. Aber das ist diese rückwärtsgewandte, ja, irgendwie, und deswegen da wäre wirklich Potenzial, dass die Linke jetzt sagt, hallo ihr da, ja, und außerdem die Chinesen irgendwie, hallo lieb auch, dass die wirklich sagen, nee, wir outen jetzt die Wagen nicht wirklich als eine Lügnerin, als eine Lügenpartei und wir sind jetzt eine ehrliche Partei. Wir sind die einzige Partei, die Wahrheit sagt, dass Frieden eben nur geht, ja, wenn man eben wirklich für halbwegs gleichmäßigen Wohlstand sorgt. Das bedeutet irgendwie, dass wir eben den Mindestlohn für die ganze Welt einführen, ja, alle importierten Güter, wird halt irgendwie berechnet, wie viel Arbeitskraft da drin war und dann wird das irgendwie so hochgerechnet und das wird dann praktisch an die Kakaobauern irgendwie oder an die Bergarbeiter in Chile irgendwie wird das dann halt ausbezahlt oder auch an China, ja. Wenn man irgendwie mal guckt, ja, das habe ich letztens irgendwie geschaut, ja, wir exportieren nach Afrika irgendwie so 2,3% allen und so 1,7 importieren wir. Das klingt so von wegen, naja, ist ja ein fairer irgendwie Austausch. Ja, aber wenn man dann guckt irgendwie, dass wir hier ein Jahresgehalt von fast 50.000 Euro haben und Afrika hat ein Durchschnittsgehalt von 2.000 Euro, ja, dann ist das auf einmal was ganz anderes, ja. Also die da schuften sich zu Tode und praktisch dieselben Euro, was wir bezahlen irgendwie, weil sie halt irgendwie nichts verdienen. Und in China ist es im Prinzip auch, die sind zwar jetzt schon bei 35.000, aber das habe ich jetzt nicht geschaut. Irgendwie, ich sag mal, die haben bestimmt keine 40-Stunden-Woche oder 35-Stunden-Woche. Die haben ja, glaube ich, noch nicht mal Sonntag irgendwie. Die arbeiten irgendwie 7 Tage die Woche und da gibt es im Januar, Februar dann dieses Fest, wo sie dann irgendwie, ja, es tröpfelt. Na hier, mein Post irgendwie, es geht auch mit weniger. Ah. Also was in die Wagen legt, wirklich so diese Lüge, ja. Und deswegen Nationalsozialismus, das kann sie jetzt machen, dann wird sie gewählt. Aber wenn dann sie das umsetzt, ja, und dann wieder diese schöne Folge zu Hause, traditionell irgendwie, und dann ist man wieder wie in der DDR, ja, dann motzen sie alle rum. Das heißt, dann muss man dem Volk was Neues geben, irgendwas, was sie bei der Stange hält. Und das ist dann halt der Rassismus. Ja, irgendwie, da muss man irgendwas aus dem Hut zaubern, dann muss man irgendwelche Feindbilder irgendwie finden, irgendwie, der daran schuld ist, ja, und das sind dann halt der Rassismus. Ja, deswegen, dass praktisch die Wagenknecht so eine richtige, typische Mussolini-nationalsozialistische Partei irgendwie da gerade macht, ja, die halt jetzt im Prinzip das System einfach nur umstoßen will und danach irgendwie muss sie dann halt entweder schon geplant oder zwangsläufig dann wirklich wieder so ein Rassismus irgendwie mit ins Programm aufnehmen. Ja. Und die andere fette Lüge ist, dass sie ja irgendwie den Russlandkrieg so ein bisschen rechtfertigt. Das war ja im Prinzip der böse Kapitalismus, der praktisch irgendwie die Russland so immer niedrig hält, was ja auch alles, bin ich auch der Meinung. Ja. Deswegen, da wird jetzt irgendwie das so als Verteidigungskrieg ein bisschen gerechtfertigt. Gleichzeitig ist sie aber so, Frieden, 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 ja. Aber zur Selbstverteidigung ist sie erlaubt, ja. Also im Prinzip hat sie sich da schon fast so eine Hintertür gemacht. Also so Kriege wie der Putin, ja, die sind natürlich doch erlaubt, ja.
Also wenn man halt ein Feindbild hat und der irgendwie das gesellschaftliche System bedroht ist von einem anderen, irgendwie aus anderem USA-imperialistischen, dann darf man auf einmal doch wieder Krieg führen, ja? Ja, deswegen irgendwie mit dem Frieden irgendwie, wenn man da wirklich irgendwie dann irgendwie das mit dem Putin irgendwie so locker nimmt, sag ich mal, ist das auch eine fette Lüge, ja? Und dafür wirklich, dafür müssten Politiker ins Gefängnis, ja? Das ist jetzt so ein bisschen vage, ja, aber das ist davor irgendwie mit diesem, dass praktisch man irgendwie verzichtet irgendwie auf die postkoloniale globale Wirtschaftsform, und aber dann trotzdem irgendwie hier irgendwie den Lebensstand behalten will. Ja, ich meine, die ist sogar Ökonomin irgendwas, glaube ich, ja. Und die ist Bundestagsabgeordnete, hat ein Gehalt irgendwie, die ist in der Verantwortung, Politiker sind in der Verantwortung, Fakten zu nennen, Wahrheiten zu sagen, nicht einfach drauf loszuplappern. Ja, das kann vielleicht so ein Lokalpolitiker, der Boris Palmer irgendwie, der darf das, aber der hat eigentlich auch ein Gehalt, ja. Ja, und das wirklich die, wenn nicht, dann ins Gefängnis, ja, strafbar. Ist, denke ich, wäre sogar fast jetzt schon irgendwie rechtlich irgendwie machbar. Ja, und das wäre so eine Art irgendwie, wie wir praktisch irgendwie, nicht so wie China mit dieser Zweiteilung, sondern wir behalten so diese Demokratie bei, ja, aber es ist dann halt keine Lüge mehr, weil Lügen halt verboten werden. Ah, okay. Es gibt dann noch viele irgendwie kleine Teile. Ich habe versucht, so ein halbwegs so ein Ding zu machen. Und hier ist dieser Schwerpunkt, dass die Demokratie eine Lüge ist. Ja, und dieser Preisgeld mit den 50 Euro, ja, das, ich weiß nicht, irgendwie ist auch wirklich so, ich bin mir nicht sicher, vielleicht gibt es wirklich irgend so einen Modellstaat, ja. Ja, es gab ja auch irgendwie die Scientology, da gab es ja auch mal diese schöne Geschichte, irgendwo in Russland haben so ein paar Dörfer, haben sie das System angewandt und sind dadurch tatsächlich durch Wohlstand irgendwie erreicht. Das heißt, es ist durch Demokratie ist eben an sich, was ich ja mit Athen am Anfang meinte, diese Integration ist das Zauberwort, ist durchaus eine tolle Sache, ja. Auch für diesen Individualismus, ja, für den Schaffensgeist, ja. Aber das, da war ich habe da bei den Windrädern eben aufgehört mit dem Solar. Ich möchte ja so eine Agri-PV machen, ja, auf meiner Wiese, und das gibt's halt noch nicht. Ich will da dann so ein System, wo ich Bauteile benutze, für die es keine baurechtliche Zulassung gibt. Und dafür von der Bank einen 500.000 Euro Kredit zu bekommen, irgendwie ist nicht. Und das liegt halt daran, dass hier alles von der Privatwirtschaft gemacht wird, ja. Da wird halt irgendwie die ganzen, an dieser ganzen Energiewende, sag ich mal, 5-10% ist das Finanzwesen irgendwie, macht Kohle, ja. Ja, und deswegen, wenn es praktisch vom Staat ausgehen würde, wenn der Staat sagen würde, wir brauchen Energiewende, wir brauchen Windräder, wir verpflichten, jede Gemeinde muss 2% ihrer Flächen irgendwie mit Windkraft und 10% ihrer Landwirtschaft mit Agri-PV, ja, das ist ja auch mit höher vergütet. Also es ist vom Staat, vom Gesetzgeber eigentlich schon vorgesehen, dass man bitte schön mal Agri-PV macht. Ja, aber die ganzen Kapitalisten irgendwie, denen geht's nur um die Rendite, ja. Die wollen da, ich habe ja da jemand, der hängt mir da in den Nacken und will mir für den Hektar 5.000 Euro bezahlen pro Jahr Pacht, ja. Ist ein super Preis irgendwie, aber der baut natürlich das, was es schon gibt. Da kriegt er seinen Kredit von der Bank irgendwie, macht seine 10%, gibt er an die Bank ab, baut dann was hin, hat seine Rendite von, weiß ich, 10% oder sowas und ist zufrieden. Ja, aber da gibt es natürlich keine Innovation. Und ich, Physiker hier, habe mir, glaube ich, ein tolles System ausgedacht, mit dem man sogar noch ein weiteres Klimaproblem lösen würde, ja. Aber ich kriege keine Finanzierung, ja. Während wenn es jetzt vom Staat ausgehen würde, ja. Also wenn jetzt, ich bin fast im Überlegen, hallo China, mit dieser Propagandaserie, dass praktisch irgendwie das chinesische Fernsehen so eine Serie macht über so einen verrückten Physiker in so einem Solarmobil, der hier in Deutschland so ein Aussteigerphilosoph ist und dann der Welt, den Chinesen zeigt, wie schlimm das hier ist, ja. Am Ende finanzieren die mir dann diese Agri-PV-Anlage, weil Privatwirtschaft macht das nicht, ja. Die macht das, weil du irgendwas sichere, wo sie ihr Geld bekommen, ja. Aber wenn es halt hier so wäre, dass auch vom Staat, dass wirklich, ne, die Länder, die Staaten verpflichtet werden, hier 10% Acker, dann wäre Bedarf an und dann müsste man auch keinen Kredit aufnehmen, weil ich meine, der Staat irgendwie hat ja seine Steuereinnahmen, ja. Kann er direkt, ne, diese EEG-Umlage würde dann direkt irgendwie direkt zu den Gemeinden und wird neu gebaut.
Ja, die könnten viel eher ein Risiko eingehen, um neue Sachen zu bauen, weil man dann halt wirklich sofort das, jetzt der eine, der meinen Hektar macht, der macht halt sein eines Ding, der hat kein Interesse, mein AgriPV irgendwie zu bauen, weil er eh keine 10 Millionen Hektar irgendwie damit zupflastern will, ja. Während irgendwie, wie gesagt, was dann die Chinesen irgendwie da mit der Energiewende hinlegen, irgendwie, das kriegt hier irgendwie diese verlogene Demokratie in keinster Weise hin. Ja, okay, das war jetzt genug. Also ich habe schon eine Menge gesagt, deswegen. Tschüss. Hier noch schnell irgendwie mal. Falls die Linken oder die lieben Chinesen irgendwie mein kleines Solarmobil. Ja, hier hat jetzt der Sturm, da muss ich halt mit Tesa irgendwie das irgendwie wieder dran machen. Irgendwie. Ja. Also viel lieber Grüße nach China irgendwie als zu den Linken, ja, weil ich glaube echt nicht, dass von den Linken irgendjemand sich irgendwie von dieser Heuchelei irgendwie lösen würde. Auch wenn es jetzt mit dieser Wagenknecht-Partei irgendwie der perfekte irgendwie Zeitpunkt wäre.